Hallo und herzlich willkommen back to Body. Ich teste heute mal die drei neuen Sorten vom Gönner D. Ich habe den einen hier auch noch da, den blauen auf jeden Fall. Weil den fand ich halt einfach von den sonstigen, den drei Sorten, die es vorher gab, einfach am besten. Also gut, testen! Zum Testgefäß darf natürlich nicht fehlen meine Einhorntasse. Einhorntasse! Yay! Also den ersten einfach mal reinschlüppeln. Als erstes beginne ich hier mal mit dem lilanen. Passt auch gut zu meiner Einhorntasse. Finde ich sehr gut. Und hinein da. Und direkt mal testen, wie er schmeckt. Der schmeckt schon mal ganz okay. Mal gucken, wie der nächste schmeckt. Okay, dann mal hier mal wieder mit einer Hand den wunderschönen nächsten auf jeden Fall immer wieder fleißig da rein. Zack, schön größer und Schluck. Hui, und dann auch direkt mal probieren. Also bislang, ich habe übrigens den hier gerade probiert, finde ich den lilanen hier immer noch, also diese, ja, was das auch ist. Ja, den Juneberry Jam Geschmack, den finde ich bislang immer noch am besten. Mal gucken, was der Grüne kann. Also gut, der Grüne ist auf und auch schon wieder schön in Barriere rein. So, und hinein da. So, dann mal testen. Ja, der war auch okay. Mein Fazit von den dreien hier, ich finde immer noch den lilanen hier, fand ich am besten. Danach kommen mal die anderen beiden, ich würde jetzt nicht krass favorisieren. Aber von den allen Gönnern, die es jetzt gibt, finde ich halt immer noch den blauen, immer noch den geilsten. Und das ist immer noch mein Favorit, den finde ich immer super geil. Ja, auf jeden Fall, die anderen beiden kann man auch gut trinken. Natürlich nur für jeden, der auch wirklich halt Energy mag. Für alle Leute, die keine Energy mögen oder sonst Eigenmarken oder andere Marken gerne trinken. Ja, aber mein Favorit ist auf jeden Fall der lila, ne? Und jetzt halt auch. Also bezüglich immer noch der blaue halt, ne? Yay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt ihr auch schon Deck Wolle. Tschüss.